Hallo und willkommen. Freut mich, dass du dabei bist beim Prolog von Beer Factory. Ja, wir gründen unsere eigene Brauerei. Hier normal, danke. Und mal sehen, was wir im Prolog alles machen können. Ob wir unser erstes Craft Beer schon herstellen können oder was. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das kurze Intro an. Okay, die Umgebung. Was ist das? England? Amerika? Oder so? Man weiß es nicht. Macht auch nichts. So, Link Alt. Zeige interaktive Objekte um dich herum. Okay. Oh, Telefon. And do some renovations. The previous owner left a machine in the condemned part of the factory. Maybe we could restore it. While waiting for you to clean up the factory, I'm going to look for some subsidies. Ah, before I leave you, I heard that the factory was squatted, but it may be just a rumor. Okay. Also, unser Geschäftspartner, der guckt sich nach irgendwelchen Subventionen um. Also Geschäftsgelegenheiten oder wie man das so nennen mag hier. Ja, und wir sollen natürlich aufräumen. Das war ja irgendwie klar. Okay. Linke Alt, zeige Objekte um dich herum. Gut, dann öffnen wir mal die Schranke. Öffne die Bürotür der Fabrik. Das schaffen wir. Oh, hier ist ein Gabelstapler. Ohne Gabeln. Na gut. Hier liegt Müll rum. Müll, wie üblich. Wir müssen den Müll aufräumen. Mach dir einen Kaffee, ermöglicht das Sprinten. Okay, so machen wir Kaffee. Sehr schön. Wirf einen Blick auf den Sicherungskasten. Okay, der ist da hinten, aber erstmal warten wir auf den Kaffee. Wow, räumen den Müll auf. Können wir hier schon mal was machen? Von nebenher? Oh, das ist blöd. Achso, der macht da Pakete draus. Und Müllsäcke. Okay, die können wir dann... Wahrscheinlich müssen wir die zu irgendeinem Mülleimer tragen. Oder Müllcontainer. So, erstmal den Kaffee getrunken. Sehr gut. So, jetzt können wir auch sprinten. Aha. Umkleide. Für unsere Mitarbeiter, die es dann irgendwann mal gibt. Sicherungskasten. Hier haben wir ihn. Finde die Sicherung. Ah, da wird sie markiert. Sehr schön. Da ist sie. Einmal die Sicherung mitgenommen. Das ist einfach, das kann sogar ich. Wunderbar. I'm a professional. Geh ablegen. Achso. Oh. Er ist der wahre Besitzer. Was soll ich denn machen? Jage den Penner weg, indem Gegenstände auf ihn wirfst. Warum macht man sowas? Das erinnert mich an Gas Station Simulator mit Dennis. Ich habe keine Lust, sowas zu machen. Das war aber zumindest ein Volltreffer. Oh, da war daneben. Wow, was ist jetzt? Oh, er ist Houdini. Er kann sich wegzaubern. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe vor lauter Müll nichts. Kann ich hier auch öffnen? Ah, ich kann das Tor öffnen. So, mach mal. Gehst du aus meiner Fabrik raus? Okay, er geht. Finde die erste Gabel. Was hat er hier für ein Paket gelassen? Oh, herzlichen Glückwunsch, du hast ein neues Tuning-Teil erhalten. Propan, Pimp My Forklift. Okay, das ist für den Gabelstapler. Okay, da wird's angezeigt. Ah, okay, die Gabel. So, wie basteln wir? Ich dachte, du wolltest gehen. Geh schneller. So, geh. Nein, das hat wohl nicht geklappt. Das Objekt ablegen. Aha, okay, jetzt auf einmal mit linker Maustaste. Finde die zweite Gabel, steht hier in der Ecke, sehr schön. Montiere die Gabel an den Gabelstapler. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Fahre mit dem Gabelstapler. Nimm den Müll und wirf ihn in die Tonne. Nein, wir fahren erst Gabelstapler. Motor ein, aus. Verlasse das Fahrzeug. Horn? Wir haben kein Horn. Schalte die Kamera um. Okay. Oh. Sonderlich schnell ist er ja nicht.
Und wir haben kein Horn. Naja, gut. Gabel anheben. Gabel nach unten. Verankerung umschalten. Welche Verankerung? Man weiß es nicht. Ah, man kann die Palette, wenn die auf der Gabel ist, auch verriegeln, dass sie nicht runterfällt. Das ist ja sehr geschickt. Na gut. Dann würde ich sagen, Motor aus. Handbremse ist an. Okay, nimm den Müll und wirf ihn in die Tonne dann. Machen wir das mal. Die Tonne ist, dann muss ich mit jedem Müllsack bis da hinten laufen. So, nehmen wir den... Wow, bist du... Besen-Upgrade verfügbar? So, räumen den Müll auf. Aha, okay, der kehrt das zusammen. Dann haben wir das in dem Sack drin, das ist wunderbar. 7 Säcke noch zum Aufräumen. Dann haben wir hier noch was. Wir wollen ja hier alles ordentlich haben, bevor die erste Kundschaft kommt. Oder die Gesundheitskontrolle. So, hier drin steht noch ein Haufen Müll. Nehmen wir auch mit. Geht das auch von hier? Wow, getroffen, neuer Rekord. Okay, da gibt es noch keine Meteranzeige. Das passt noch nicht ganz, aber naja. Naja, ein bisschen zu niedrig. Was haben wir hier noch? So, hier ist noch Müll. Ja, okay, ich dachte, ich habe ihn gleich in der Hand, aber nein, habe ich mich vertan. Und? Sehr gut, getroffen. So, hier haben wir, hier liegen unsere Regale rum. Hier ist noch Müll. Immer noch 6 Müllsäcke. Das ist ja wieder ein Stress mit der Müllaufräumerei. Okay, da hatten wir ja schon ein Päckchen zusammengepackt. Jetzt machen wir das erstmal hier alles zusammen. So, und hier noch. So, kann man das einfach... Oh, nochmal Tuningteil-Röstung. Das gibt Tuningteile? Das ist ja cool. Neon. Und nochmal Neon. Okay. Aber was die Röstung mit dem Gabelstapler zu tun hat, weiß ich noch nicht. Ich denke eigentlich, das ist für die Kaffeemaschine. Neuer Rekord. Wie gesagt, die Meteranzeige fehlt noch, aber das ist auch erst der Prolog. Da wird schon noch was dran gearbeitet werden. Naja, knapp daneben ist auch vorbei. 5 Müllsäcke noch. Hier ist noch einer. Soll das Zeug überhaupt sein? Ha! Okay, schauen wir mal. Wir sollen einen Besen kaufen. Räumen den Müll auf. Oh, Geld. 59,46 Dollar. Sehr schön. Nehme ich gerne. Dann wurde ich wenigstens fürs Müllsäcke aufräumen schon mal bezahlt. Das ist doch schon mal was. Okay, wo sind wir hier? Hier gibt es noch Müll. Immer noch 5 Müllsäcke. Wie groß ist denn unser Grundstück eigentlich? Gehört das hier alles noch dazu? Was ist das hier? Okay, linke Maustaste, hier ist abgefallen. So, alles mal in eine Richtung. Hier gibt es noch was. Und noch was. Oh, wieder ein Upgrade. Spoiler 0. Alles für einen Gabelstapler und Spoiler, cool. Und will ich aufs Dach werfen? Oh, Gott sei Dank. So, hier kann ich nicht rein. Springen kann ich nicht. Okay, dann habe ich da, hier ist noch. Da steht immer noch 7. Also hier habe ich schon mal jetzt 3 Müllsäcke. Jetzt steht wieder 8 da. Das vermehrt sich, statt weniger zu werden. Das ist ein bisschen doof. Okay, gibt es hier was? Nein. Hier liegt doch bestimmt noch was rum. Was ist hier? Ist kein Müll. Aha. Okay, hier liegt noch was. Oh, nochmal Geld. 90 Dollar, 10. Sehr gut. So, hier sind wir auf der Straße draußen. Da räume ich nichts auf. Geht mir nichts an. Das soll der Straßenreinigungsdienst machen. Was haben wir hier? Jetzt habe ich 9 mal Müll. Es wird immer mehr statt weniger. So, alles Richtung Container. Dann schmeißen wir das rein und dann suchen wir uns mal einen Besen. Und schauen mal, was wir damit machen, anstellen können. Den Ölfleck aufwischen oder was? Ja,
Ja, wie immer in solchen Spielen ist erstmal die Aufräumarbeit da. Da könnten sich die Entwickler auch ein bisschen mal was Neues einfallen lassen. Als immer irgendwie Müll erst wegräumen müssen. Das gibt es schon so oft in den Simulationsspielen. Da könnte man ruhig mal was anderes erfinden. Zum Beispiel die Wand streichen. Wahrscheinlich kommt das noch. Nochmal Müll. Und nochmal. Warum? Ah, okay. Spoiler 1. Warum kommt da immer mehr Müll? Wow. So, jetzt haben wir es dann aber gleich. Viermal noch. Dreimal. So viel Müll habe ich hier nicht. Na? Hier ist noch eins. Zwei. So, jetzt aber. Ist das jetzt endlich der letzte hier? Nein, immer noch nicht der letzte. So, jetzt habe ich wieder drei. Kommt dieser Müll immer her? Ich schmeiße es rein. Und der kommt jedes Mal wieder raus. Spoiler 2. Warum macht er das? Habe ich es jetzt endlich? Immer noch einmal. Ich sagte, ich kann immer noch nicht springen. Also man kann hier anscheinend nicht springen. Also hier komme ich nicht hin. Also wenn ich da einen Müllsack drüber geworfen habe, dann wird das nichts. Also ich finde keinen Müll mehr. Ist immer noch eins übrig. Naja, vielleicht laufen wir dem zufällig mal über den Weg. Ah, hier ist er doch. Na also, jetzt haben wir es aber. So, schnell rein in den Container. Na endlich. Null Müllsäcke verbleibend. Kaufe einen Besen im Werkzeugshop. Okay, ran an den Computer. Ein Besen, $20. Den nehmen wir. Besen freigeschaltet. So, dann machen wir... Das ist doch kein Besen. Das ist doch ein Wischmopp. Aber na gut. Da wollen wir mal nicht so kleinlich sein. F bereitet den Besen vor. Ich habe ihn vorbereitet. Reinige den Boden. Das hier. Ah, Tatsache. Okay. Wischen tut er zumindest gut. Dann passt das. So, wo haben wir denn noch? Kann ich den Ölfleck auch? Nein, Öl geht nicht. Kaufe den Werkzeugtisch. Ja, ich dachte, ich soll erstmal den Boden wischen. Dann wischen wir doch erstmal den Boden. Dass wir das weg haben. Jetzt müssen wir ja nochmal damit anfangen. So, wo ist denn noch Dreck? Im Büro vielleicht? Nein. Hier draußen nicht. Ah, nee, das ist der Ölfleck. Ah, hier ist noch was. Schau an. So, dann kann das weg. Okay. So, kann ich den hier wieder abstellen? Hallo? Aha, okay. Er ist weg. Weiß zwar nicht warum, wieso, aber er ist auf alle Fälle weg. So, kaufe den Werkzeugtisch. Dann schauen wir mal. $75, wow. Werkzeuge freigeschaltet. So, dann schauen wir mal, was wir damit alles anstellen können. Werkzeug ist immer gut. Werkzeug des Männers Spielzeug. So, fülle den Werkzeugkasten. Benutze den Werkzeugkasten und schraube alle Schrauben fest. Ach, die Regale, okay. Neue Rubrik im Hilfemenü. Moment, Hilfemenü. Ah, hier. Okay, das brauchen wir gerade nicht. Moment mal, ich kann hier speichern. Dann speicher mal, bitte. Schraube die Schrauben fest. Okay. Na gut. Ganz fest, jawohl. Okay, das ist bisschen tricky. Man muss die hier genau erwischen. Sehr schön. Die hinteren... Der Schraubenschlüssel rutscht immer ab, da oben. Vielleicht... Ah, ich einfach unten die Schraube anwählen, dann dreht das ganz rein. Dann ist es easy. Okay, einfach genug, selbst für mich. Dann machen wir das. Also nicht oben ansetzen, sondern gleich kleiner Tipp. Setzt unten an der Schraube an. Also mit dem Mauszeiger natürlich, nicht mit dem Schraubenschlüssel. Dann funktioniert das einwandfrei.
Dann dreh das auf einen Schwung rein. Dann passt das. Okay. So, na, komm schon. Was fehlt noch? Hier. Finde die erste Stütze deines Lagerregals. Ja, die liegt da vor mir. Wie kann ich den Werkzeugkasten abwählen? Ah, okay. So. Mit G. Ja, sehr gut. Zweite Stütze ist auch gleich in der Nähe. Sehr schön. Bauen wir uns ein kleines Regal. Das ist immer gut. Das Regal haben wir auch hier. Und rein damit. Finde ein Regal für dein Lager. Moment, wo ist noch ein Regal? Wird hier noch irgendwo was angezeigt? Ah, ich kann schon wieder nicht mehr rennen. Muss ich da die ganze Zeit Kaffee trinken, damit ich rennen kann? Naja gut, man erschöpft sich auch so nach so schweren Arbeitstagen. Ja, dann mach mal einen Kaffee. Ach, der kostet auch noch Geld. Also das ist unverschämt. Dass nicht mal der Kaffee umsonst ist. Das ist frech. Das ist echt frech. Na gut, der trinkt Kaffee. Ich trinke einen Schluck Wasser. So, okay. Finde ein Regal für dein Lager. Das finde ich. Wo? Ah, hier steht's doch, mein Gott. Nimm es. Also, habe ich. Tiere das Regal. Warum da unten am Boden? Wer das Spiel entwickelt, geht mal in irgendein Lager und schaut euch die Regale an. Unten am Boden ist kein Regal. Da stellt man es nämlich auf den Boden. Die Ware. Hey, 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 hey. Nicht wieder zurück. Neue Fabrik. Oh. You will receive a transfer. With this amount, you should be able to destroy the separation of the factory and renovate the machine in the back of the factory. If you need more money, there are some investors interested. You can go to the computer to see about it and also see the conditions. Okay. Gut. Wir sollen eine Trennwand rausreißen können, die Maschine im hinteren Teil renovieren und wenn ich Geld brauche, kann ich am Computer gucken. Kaufe eine neue Erweiterung. Wow. Wie viele Regale soll ich hier bauen? Ich habe nicht so viel Platz. Wie gesagt, das stimmt nicht. Nein. Unten stellt man die Paletten auf den Boden. Da oben hätte das Regal Sinn gemacht. Aber nun gut. Wir wollen hier ja nicht klugscheißern, aber... So, Lieferung, Vertrag, Investor, Gabelstapler. Was kann man denn... Oh, cool. Wir können unsere Gabelstapler pimpen. Oh, eine Modulfarbe. Können wir hier was auswählen? Naja. Also. Irgendwie. Aha. Moment. Und die Farbe? Ah, jetzt. Jetzt ist es klar. Okay. Na, das ist doch schön. Motor, Spoiler. Wir können Spoiler anbauen. Ich sehe keinen Spoiler. Motor, Butan, Propan, Turbo freischalten und Röstung. Die Röstung ist tatsächlich für den Stapler. Geschwindigkeit plus 25. Brauchen wir ein Turbo? Ja, dann lass das mal. Spoiler. Ah, jetzt sind wir. Okay, Spoiler 0, Spoiler 1 und Spoiler. Gabelstapler mit Spoiler. Das ist ja eine Hausnummer. Okay, wir nehmen den. Und. Na, wie könnte ich denn die orangene Farbe wieder... Ach, das passt schon. Oder machen wir ein Schwarz. Spoiler muss schwarz sein. Räder, Basisräder. Bonus, keiner. Licht. Licht lassen wir, wie es ist. Okay. Da haben wir hier genug gespielt. Ach, nein, ich wollte nicht da... Mitarbeiterbrauerei. Lieferung. Was gibt's hier? Industriehefe, Sack mit Rom, Hopfenkorn und Sack Rohmalzgetreide. Okay, da können wir unser Zeug kaufen. So, Investor, was gibt's denn hier? Eine Einzelperson investiert eine kleine Summe in dein Unternehmen. Geliehenes Geld. Benefits shared, okay. Dann muss ich von meinem Gewinn teilen. Oder wie? Nehme ich mal an. Okay. Ich würde sagen, das lassen wir erstmal. Wir schauen uns... Moment, Erweiterung, das geht doch auch hier. Upgrades. Werkzeugladen. Bauunternehmen. Das hier soll ich kaufen, schätze ich. Alles andere ist gesperrt. Gut. Ja, dann
Nehmen wir das. Getreideschrotmühle vorhanden. Okay. Getreideschrotmühle freischalten. Moment, muss das auch hier machen? Getreideschrotmühle? Ja, tatsächlich. Oh, 7500. Wow. Jetzt wird's aber teuer. Okay. Wir können unser Getreide schroten. Neue Rubrik im Hilfemenü. Ach, Hilfe. Brauchen wir nicht. Wir sind Profi. Vertrag über den Computer annehmen. Jetzt sollen wir einen Vertrag annehmen. Veredeln. 15 Säcke mit rohem Malzkorn. Das Malzkorn kriege ich automatisch oder? Ja, gib her. Neue Ressourcen auf dem Markt verfügbar. Dann muss ich das Malzkorn wohl selber machen. Wie viele Säcke musste ich jetzt machen? Bestell eine Palette Rohmalzsäcke. Sack Rohmalz 24. Eine? Reicht eine? Okay, wir nehmen mal eine. Und wieso habe ich schon wieder zweimal Müll und muss viermal wischen? Ich habe noch gar nichts gearbeitet hier. Ah, da kommt die Lieferung. Und wem gehört die Karre hier? Wo gehört die Karre hin? So, ich muss das Licht ausmachen. Das entleert die Batterie. Ja, muss ich das von Hand oder mit dem Stapel ausladen? So, erstmal öffnen. Aha, okay, mit dem Gabelstapel. Sehr gut. Dann geht's los. Mit Spoiler. Das ist ja mal cool. So, mal die Verankerung weg. So, dieses Gepiepste vom Gabelstapler geht mir auf die Nerven, wie in der Realität auch. So ist das halt. So, einmal anheben. Wo konnten wir die Sicht nochmal anschauen? Hier. So, dann sehen wir nämlich ein bisschen besser. Oh, langsam, langsam, Kollege. So, R verriegeln. Moment. Jetzt verriegeln. Geht nicht. Dann heben wir einfach mal an. Geht jetzt verriegeln? Nein. Okay. Wir fahren einfach rückwärts raus. Das passt schon. Ah, sie ist nicht ganz drauf. Okay. Dann machen wir das jetzt so, wie es sein soll. Fahren wir rein und verriegeln die Palette. Palette, da schmeißt fast den Gabelstapel um. Schalte deine neue Getreideschrotmaschine ein. Ja, erstmal muss doch das Getreide dahin, oder? Wo ist hier eigentlich der Turbo? Oh, da ist der Turbo. Wo sind die überhaupt? Ach, da. Also wenn hier lauter Regale stehen, dann wird es schwierig, da durchzukommen. Das ist ja selten ungeschickt, sorry, aber ich denke mal, wir sollen die Palette hier parken. Ach, hier ist der Müll, okay. Passt das? Oder soll ich nur den Sack hier hinstellen? Wir probieren es einfach mal. So, Stapler hier raus. Handbremse, Motor. So, also wie gesagt, hier immer durch dieses enge Ding mit dem Gabelstapler. Wer diese Regale hier aufbaut, der ist selber schuld. Okay, dann schalten wir mal ein. Engine. Dreckig. Wie dreckig? Schmutz beseitigen. Okay. Weg damit. So. Füllen. Nimm die Ressourcen. Nehme ich. Und schmeiß es hier rein. Oder... Moment, hier hinten wahrscheinlich. Ja, hier hinten. Objekt ablegen. Schmeiß rein, den ganzen Sack geht auch mit. Okay. Es wird es dann schon trennen, oder? Naja, dann wischen wir hier so lang, bis das hier fertig wird. Wir hier schon davor rumstehen, vor dem Dreck. So, passiert da was? Füllen. Reinige einen Sack Malz. Tipps findest du in der Rubrik Getreideschrotmühle. Wie viele Säcke soll ich da reinschmeißen? Da steht einen Sack Malz. Einer. Ja, dann schauen wir doch mal da kurz rein in die Hilfe. Getreideschrotmühle.
ist deine erste Maschine und sie ist sehr wichtig für den Bauprozess. Das Gerät kann jede Art von Getreide schroten, in unserem Fall ist es Malz und Hopfen. Du musst die Maschine einschalten. Ja, okay, ist klar, reinigen ist auch gut. Mit mindestens einem Sack befülltes aktiviere diesen Hebel. Aha, okay, den Hebel ziehen. Ja, das hätte ich mir auch gleich sagen können. Ah, okay. Muss ich den gezogen? Ah, ich muss gezogen halten. Na gut. Na. Ah, exportieren Sie Ihre Produktion. Oh, ist gleich auf die Palette gefallen. Das ist ja Bombe. Dann kann ich hier wieder ausschalten. Stopp. Kann ich hier stopp? Naja, also ausschalten kann ich nicht. Warum eigentlich nicht? Das ist ja mal doof. Nein, ich kann nicht ausschalten. Okay. Exportieren Sie Ihre erste Produktion. Dazu legen Sie die Palette. Wir gehen von hier nach. In den Kofferraum des Pickups. Ah, die ganze Palette. Passt die da rein? Bin mir da nicht sicher, aber wir werden das feststellen. Das kriegen wir irgendwie hin. Würde ich mal sagen. So, einmal verriegeln. Einmal aufwärts. Und los geht's. Noch haben wir auch Sprit. So, ich frage mich nur, wo ist die Tankstelle? Oder wahrscheinlich müssen wir diese Gasflaschen übers Internet bestellen. So. Im Kofferraum. Ach so, einfach nur hin. Okay, schließe den ersten Vertrag ab. Das ist ja mal cool. Das gefällt mir. Einfach. Oh, bin ich das? Mit Anzug, Krawatte und schöner Leinenhose hocke ich auf dem Gabelstapler. Naja, natürlich. Natürlich. Das glaube ich nicht. Was bist du? Du bist doch gerade weggefahren. Ach, ich habe erst einen Sack. Okay, ich brauche wirklich 15 Säcke. Habe ich so viel Geld? 40, 8, da brauche ich noch 14. Warte mal, linke Kontrolle, füge 10 hinzu. Ah, sehr schön. 14 Säcke. 500, das reicht. So, danke schön. Dann bringen wir mal die Säcke. Ich hoffe, die sind alle auf einer Palette. Warum ich die Maschine nicht ausschalten kann, um vielleicht Strom zu sparen, weiß ich nicht. Ich kann schon wieder nicht rennen. Also das mit dem Rennen, dass man da immer Kaffee trinken muss, ist ein bisschen blöd. Vor allem, da der Kaffee da noch Geld kostet, finde ich nicht sehr nett von den. Ja, ich bin da, ist ja gut. Finde ich nicht sehr nett von den Entwicklern. Gibt es da nicht irgendwie Energy Drink, wo man vielleicht dann immer rennen kann? Das wäre nicht schlecht. So, öffne mal, jawohl, alle Säcke auf einer Palette. So soll das sein. Wenigstens das ist, passt. So. Können wir mal Turbo geben hier? Ah, da wird der Sprit schneller leer. Oder das Gas. Entschuldigung. Aber die Tankanzeige da unten sieht so nach Benzin aus immer. Oder Diesel. Was natürlich nicht korrekt ist beim Gasstapler. So, das sollte doch passen, oder? Ja, natürlich passt das. So. Naja, dann halt. Hallo? So, jetzt nochmal aufs Neue. Vorsichtig rein. Einmal verriegeln. Einmal rausgenommen. So. Bis zum Lieferant. Auf Wiedersehen. Ja gut, bei der Geschwindigkeit bräuchten wir den Spoiler eigentlich noch nicht, ne? Aber was man hat, hat man. So, 15 sollen wir reinigen. Einen haben wir, jetzt haben wir auch 14. Die stelle ich jetzt aber diesmal hier gleich richtig hin. Wenn die dann noch alleine reinflutschen würden, wäre Bombe. Aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Nicht hoch, runter. So. Und einmal rausgefahren. Was? Ach, das ist der. Oh Mann. Jetzt kommt er schon wieder. Und ich kann nicht rennen. Okay, also
Es wäre echt nice, wenn es eine Funktion gibt, den abzuschalten, weil, wow, Rückwärtssalto kann er. Na, fit ist er ja zumindest. Also wie bei Gas Station Simulator, dass man den vielleicht wieder auch prügeln mit dem Wischmopp. Na ja, super. Der kann sich teleporten wie Houdini. Und ich kann nicht mal rennen. Mach Flickflacks hier. Das ist doch Käse. Wie soll man denn in Ruhe arbeiten, wenn immer so ein Typ da rumrennt? Wo ist er hin? Ja, natürlich, der ist schon auf der ganz anderen Seite. Ich muss hier im Schneckentempo hinterher schleichen. Na also. Und Räder 1, okay. Naja, er gibt zumindest Bonis. Ah, Müll entsorgen bringt Rufpunkte, das ist schön. Ja, er gibt zumindest Bonis. Das ist ja schon mal was. So, kann ich hier alle reinschmeißen? Ah, einmal F, einmal G. Huch, vorsichtig. Wie viel passen da? Sieht man da eine Füllstandanzeige? Weiß es nicht. So, ich lasse das erstmal durch. Achso, ich müsste die Palette ja. Naja, das wird schon passen. Kann ich auch eine leere Palette kaufen? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht so genau. So, da kommt der erste. Und. Er fällt gleich runter, okay. Wie gesagt, auf Palette wäre es mir lieber. Ich schmeiße jetzt alle Säcke da rein. Maschine ist doch groß genug. Das muss alles passen. So, alle reingestopft. Da steht ja auch nicht dran, dass es irgendwie eine Menge gibt, die Maximalmenge, Beladungsmenge oder so. Naja, einfach rein damit. Dann können wir die Palette darüber fahren. Dann fällt alles gleich auf die Palette. Das ist mir definitiv lieber. So, einmal reingefahren hier. Komm schon. So, einmal hoch. Verriegeln lohnt sich nicht. Die Palette ist eh leer. Da kann nichts passieren. Außerdem in der Realität gibt es auch nichts zum Verriegeln. So, Moment. Langsam, langsam, langsam. Schön gerade hier auf dem Platz. Dass auch alles drauf fällt, bitte. Ja, wo ist mein Sack im Weg? Ganz schön ruckelig, der Stapler hier. Naja, klasse. Okay. So, der Sack ist natürlich schon im Weg. Können wir den einfach aufnehmen? Wir können. Fällt die Palette runter, sie fällt. Und, jawohl, das sortiert sich selber. So, hoffentlich das fällt das jetzt auf die Palette. Hoffentlich steht richtig. Werden wir gleich sehen. Oh, jetzt geht's aber. Ja, die fallen gleich auf die Palette. Sehr gut. Also hoffentlich. Dann hauen wir das raus. Schließen die Lieferung ab. Jawohl, das klappt. Na, los geht's. Interaktive Objekte um mich herum. Brauche ich jetzt nicht. Ich muss Malz schroten oder reinigen. Wie auch immer. War's das? Ja, ich glaube, da kommt nichts mehr. So, die Säcke haben nicht draufgefallen. Es sind nicht draufgefallen. So. Haben wir hier 14? 6, 12, 14 passt. Und dann mal aufgeladen. Na, also wie gesagt, der Gabelstapler, da könnten sie noch ein bisschen dran basteln, dass man den feinfühliger bewegen kann, weil das ist schon ein bisschen arg ruckelig. So, einmal hoch, einmal verriegeln. Noch ein bisschen hoch und los geht's. Der Mr. Businessman auf dem Gabelstapler. So, schnell. Den Auftrag wollen wir noch abschließen.
Da ist unser Kunde. Stopp. Oh, das war easy. Danke. So, parken wir hier wieder unter das Dach. Das ist unser schöner neuer Staplersitz. Schöner neuer ranziger Staplersitz, nicht nass wird. Jetzt haben wir dann nassen Arsch. So, wir haben 15 exportiert. Dann schließen wir den Auftrag ab. Vertrag. So. 18 Punkte Reputation und knapp 800 Dollar. Bestätigen. Sammeln. 18 Rufpunkte. Sehr gut. Nächster Vertrag in 30 Sekunden. Okay. Mitarbeiter freigeschaltet. Neue Rubrik im Hilfemenü freigeschaltet. Okay. Noch was? Stell einen neuen Arbeiter ein. Ja, das machen wir, aber in der nächsten Folge. Also sehen wir uns da. Und danke fürs Reinschauen. Gebt mir gerne ein Like. Bis dahin. Ciao, ciao.